Hallo zu Inside Politics, Claudia Schießel mein Name, vor mir Magister Thomas Trotzter von der SPÖ, seines Zeichens ehemaliger Medienminister. Was sagen Sie zum Thema Medienenquete und wie sehen Sie die Medien in Österreich? Die Medienenquete begrüße ich ausdrücklich. Ich hatte sowas als Minister ja auch schon eingeladen, ist aber wegen des Koalitionsbruchs nicht mehr zustande gekommen. Ich finde wichtig, sich mit der Frage der Bedeutung der Medien für die Demokratie, der Finanzierung der Medien zu beschäftigen, aber auch mit der Frage zu beschäftigen, wie die Veränderung des Nutzungsverhaltens von Medien die zukünftige Landschaft beeinflussen wird. Ich bin als jetzt 52-Jähriger Teil einer Generation, die noch mit raschelnden Zeitungen und mit linearen Fernsehen aufgewachsen ist. Das Nutzungsverhalten derjenigen, die jetzt unter 30 sind, bewegen sich bis zu 6 Stunden am Tag online und sehen nur mehr 1 bis 1,5 Stunden linear fern. Es liegt auf der Hand, dass diese Veränderung des Nutzerverhaltens eine deutliche Veränderung auch des Angebots der einzelnen Unternehmen mit sich bringt. Auch ich bin eben noch mit dem Sendeschluss aufgewachsen. Das heißt, was muss die Politik tun, damit die Digitalisierung auch im Medienzeitalter, also im Digitalzeitalter, was muss die Politik tun, damit eben die Digitalisierung auch in der Politik oder besser gesagt in der Gesetzgebung ankommt? Also ich glaube, die Politik muss die Digitalisierung als Faktum zur Kenntnis nehmen und die Digitalisierung auch fördern. Ich habe beispielsweise vorgeschlagen, dass im Bereich der Presseförderung wir diese Mittel deutlich erhöhen und gleichzeitig nicht nur konventionelle Printprodukte fördern, sondern auch Produkte, die nur mehr im digitalen Raum erscheinen. Also diese ganze Idee, man fördert nur Tageszeitungen und blendet die Wochenzeitungen und die Monatszeitungen aus, ist ja im digitalen Raum vollkommen absurd. Letztlich geht es aber auch darum, auch konventionelle Medienunternehmen und Verlage in dem Digitalisierungsprozess zu unterstützen. Es ist sehr schwierig, gute Programmiererinnen und Programmierer zu gehen. Und ich glaube, ein Teil der Förderung kann bestehen, dass man konventionellen Medien auch in dieser Frage zur Hand geht. Womit wir bei einem Thema wären, audiovisuelles Mediendienstegesetz. Das gibt es ja in der neueren Form seit 2012. Und es gibt ja durchaus da kritische Fragestellungen, wie zum Beispiel mehr oder weniger die allgemeine Meldepflicht für YouTube oder Videoangebote im Internet. Wie stehen Sie dazu und was müsste hier geschehen, um das Gesetz sozusagen auf den neuesten Stand zu bringen? Gut, man muss sagen, die meisten europäischen Regelungen hinken deutlich der technologischen Entwicklung hinterher. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie jetzt mal sehen, dass vieles in der E-Commerce-Richtlinie geregelt ist, dann stammt die aus einer Zeit zu Beginn der 2000er Jahre. Da war Mark Zuckerberg 16 Jahre alt und Facebook noch nicht gegründet. Also ich glaube, die ganze Regulierungsfrage ist entscheidend. Es ist da deutlich die Geschwindigkeit zu erhöhen und es ist zu sehen, dass Plattformen wie Facebook oder Google natürlich mittlerweile auch reguliert werden müssen, wie Medien reguliert werden, weil in dem Newsfeed von Facebook passiert nichts anderes, als was in konventionellen Medienunternehmen passiert, nur dass die Regelungen, die wir haben, vollkommen unterschiedlich sind, während es in Österreich ein strenges Mediengesetz gibt, dem Zeitungen unterliegen, da ganz klare Prinzipien gelten, entzieht sich Facebook mit dem Argument, sie wären nur eine Plattform, tatsächlich sind sie aber mittlerweile das größte Verlagsunternehmen der Welt. Ich verstehe und eine letzte Frage dazu nur, die SPÖ bietet ja auch selber verschiedene Angebote an. Die Freiheitliche Partei ist jetzt seit 2016 selber als Rundfunkunternehmen durch den Parlamentsclub gemeldet. Kann es sein, dass in Zukunft sozusagen die Anzahl der Medienunternehmen so weit ansteigt, dass eben klassische Nicht-Medienunternehmen zusehends zu solchen werden oder zu solchen deklariert werden? Ja, ich glaube, man muss schon unterscheiden. Ich meine, wenn ich von Medien rede und von unterstützungswürdigen Medien, dann rede ich von redaktionell gestaltenden Universalmedien und nicht von Owned Media. Es ist jeder im Unternehmen, jeder politischen Partei unbenommen, eigene Kanäle zu bespielen. Nur das ist kein Medium in dem Sinn, wie ich es für den demokratischen Willensbildungsprozess entscheidend finde. Aber der Kontrastblock ist ja redaktionell behandelt. Der Kontrastblock ist etwas anderes als unzensuriert, weil es natürlich ein redaktionell gestaltetes Medium ist. Aber gehört der SPÖ quasi? Ist in SPÖ-Nähe, richtig.
Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Aufenthalt bei der Enquete. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.